Hallo zusammen, ich begrüße euch zu unserer Reihe zu den Grundlagen des Marxismus-Leninismus. Heute wollen wir uns mit der marxistischen Philosophie, dem dialektischen Materialismus, beschäftigen. Dazu haben wir zwei Videos vorbereitet. In diesem Video klären wir, was den philosophischen Materialismus ausmacht. Und im nächsten Video sprechen wir dann über die Dialektik. Bleibt dran! Im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende hat sich das Verständnis der Philosophie, was ihr Gegenstand ist und was ihre Aufgaben sind, immer verändert. Das war nicht einfach nur zufällig, sondern immer abhängig von den gesellschaftlichen Verhältnissen und dem Stand der Wissenschaft. Alle Philosophien haben dabei gemeinsam, dass sie allgemeine Fragen nach der Welt als Ganzes, nach dem Verhältnis von Materie und Bewusstsein, nach der Stellung des Menschen in der Gesellschaft und so weiter stellen. Eine entscheidende Frage stand bei all dem immer im Mittelpunkt der philosophischen Auseinandersetzung. Friedrich Engels nannte sie die Grundfrage aller Philosophie oder die höchste Frage aller Philosophie. Diese Grundfrage der Philosophie ist die Frage nach dem Verhältnis von Materie und Bewusstsein. Was ist das Ursprüngliche, die Materie oder das Bewusstsein? Je nachdem, wie diese Frage beantwortet wird, spalten sich die philosophischen Strömungen in zwei Schulen, in Materialismus und Idealismus. Zuerst wollen wir begreifen, was man unter diesen Wörtern versteht. Der Materiebegriff aus der Physik umfasst alle Körper, die aus Masse bestehen, die man sozusagen anfassen kann. Wenn wir philosophisch von Materie sprechen, meinen wir mit dem Begriff Materie im Gegensatz dazu die gesamte Außenwelt mit all ihren Erscheinungen. Deswegen können wir auch von der materiellen Realität sprechen. Sie besteht unabhängig vom menschlichen Bewusstsein und wird durch dieses abgebildet. Unter Bewusstsein verstehen wir unsere Vorstellung von der Welt, unsere Empfindungen, das Denken und so weiter. Heutzutage wissen wir auch, dass alle psychischen Vorgänge untrennbar mit dem Gehirn verbunden sind. Die Neurowissenschaften sind sogar schon so weit, dass sie einzelne Teile im Gehirn nach ihren Funktionen kategorisieren können. Etwa welcher Bereich für das Sehen und welcher für das Sprechen erforderlich ist. Das ist bereits ein starker Beweis für die materialistische Antwort auf die Grundfrage der Philosophie. Bleiben wir aber noch kurz bei der Grundfrage. Der Materialismus hält die Materie für das Ursprüngliche, man sagt auch das Primäre, und das Denken als Produkt der Entwicklung der Natur für sekundär. Der Idealismus hält den Geist, das Denken, das Bewusstsein für das Ursprüngliche und die Materie für sekundär. Dabei unterscheidet man beim Idealismus zwei Gruppen. Der objektive Idealismus, wie zum Beispiel beim deutschen Philosophen Hegel, geht von einem geistigen Prinzip, vom Weltgeist aus, das unabhängig vom menschlichen Bewusstsein besteht und die Welt erschaffen hat. Der subjektive Idealismus hält das menschliche Bewusstsein für ursprünglich und geht noch weiter. Er stellt die Existenz der Außenwelt überhaupt in Frage oder behauptet, diese würde erst durch unser Bewusstsein erschaffen. Machen wir dazu mal ein kleines Beispiel. Die Frage, ob ein Baum, der im Wald umfällt, ein Geräusch macht, wenn niemand da ist, der es hören könnte, würde ein subjektiver Idealist klar mit Nein beantworten. Für einen Materialisten oder eine Materialistin wäre es aber nicht relevant, ob jemand das Geräusch wahrnehmen kann, um die Frage zu beantworten. Natürlich wird der Baum ein Geräusch machen, ganz unabhängig davon, ob ein Mensch gerade in der Nähe ist und es mit seinen Sinnen wahrnimmt. Denn die objektive Realität besteht unabhängig von unserer Wahrnehmung. Wir haben eben gerade schon gesagt, dass alles Denken, alles Psychische und alle Empfindungen Funktionen des Gehirns und des Nervensystems sind. Diese beide können aber nur tätig werden, wenn Reize von außen auf sie einwirken. Die Reize von außen wirken auf die fünf Sinne, Sehen, Hören, Tastsinn, Riechen und Schmecken und bewirken eine Empfindung. Das ist die erste und unabdingbare Voraussetzung jeglicher psychischer Tätigkeit. Wieso ist das so wichtig oder was hat das für eine Bedeutung für unser philosophisches Verständnis? Der springende Punkt ist letztendlich, dass, entgegen der Behauptung des Idealismus, die Außenwelt objektiv existiert. Die objektive Realität und die Gesetzmäßigkeiten ihrer Bewegung sind auch nicht das Erzeugnis eines Weltgeistes. Die zahlreichen und unterschiedlichen Erscheinungen in der Welt bestehen materiell. Sie stellen verschiedene Formen der sich bewegenden Materie dar.
Das ist in unserem Alltag so ein selbstverständlicher Fakt, dass wir kaum darüber nachdenken. Faktisch erkennen wir ihn aber allein schon durch unsere Handlungen an. Wir haben eben gesagt, dass die Außenwelt über unsere Sinnesorgane auf unser Bewusstsein wirkt. Das Bewusstsein des Menschen beschränkt sich aber nicht nur auf die Empfindungen, die durch die Sinnesorgane vermittelt werden. Das zeigt sich dadurch, dass wir uns auch vergangene oder zukünftige Situationen vorstellen können, darüber reden können. Vergangene und zukünftige Dinge können aber nicht empfunden oder sinnlich wahrgenommen werden. Dazu brauchen wir das abstrakte Denken. Mithilfe der Wissenschaft können wir Erscheinungen aufdecken, die wir alleine mit unseren Sinnen niemals hätten wahrnehmen können. Die Größe eines Atoms oder eines Moleküls können wir mit unseren Augen nicht sehen. Die Wissenschaft kann ihre Existenz aber aufgrund theoretischer Schlussfolgerungen erkennen. Diese theoretischen Schlussfolgerungen bauen aber letztlich immer auf sinnlichen Wahrnehmungen auf. Was ist also das Besondere am abstrakten Denken? Die Stärke liegt darin, dass es die Welt nicht in Form einer Fotografie widerspiegelt, sondern in Form von Begriffen. Diese Begriffe bringen allgemeine und wesentliche Merkmale der Dinge zum Ausdruck. Als Menschen nehmen wir also nicht nur einzelne Erscheinungen der Außenwelt wahr, wir sehen auch die Beziehung zwischen den Erscheinungen, indem wir das Wesen der Sache, die wir untersuchen, mit Hilfe von Worten begreifen. Mit diesem logischen, abstrakten Denken können wir dann Gesetzmäßigkeiten, wie etwa die Naturgesetze, erkennen. Machen wir mal ein kleines Beispiel. Ein Schäferhund, ein Pitbull-Terrier und ein Pudel sehen offensichtlich sehr unterschiedlich aus. Dem Wesen nach sind sie aber alles Exemplare der Spezies Hund. Um das festzustellen, muss man von ihren äußerlichen Unterschieden absehen und die Wesensmerkmale der Spezies herausarbeiten. Ein anderes Beispiel ist etwa die Arbeiterinnenklasse heute. Was unsere Lebensstile, Hobbys, Kleidungsstile, aber auch unsere Jobs, konkrete Tätigkeiten, Bezahlung und so weiter angeht, sind wir alle sehr verschieden. Wenden wir aber mit Hilfe unseres Verstandes den Marxismus auf die Verhältnisse in Deutschland an, dann können wir über die unwesentlichen Dinge hinwegsehen und die Seiten erkennen, die uns einen, nämlich dass wir alle Teil der ausgebeuteten Klasse sind, ganz unabhängig davon, welche Kleidung wir tragen oder welchen Lohn wir bekommen. Wir haben also darüber gesprochen, dass es eine objektive Realität gibt und wir diese auch mit unserem Denken begreifen können. Doch wer entscheidet jetzt, ob eine Theorie die Realität zutreffend beschreibt? Wer entscheidet, was wahr und was falsch ist? Die Antwort auf diese Frage ist sehr einfach, nämlich die Praxis. In der Praxis entscheidet sich, ob unsere Ideen über die Welt wirklich wahr sind oder ob sie falsch sind und somit wissenschaftlich widerlegt werden. Hören wir dazu ein Zitat von Friedrich Engels. Das kopernikanische Sonnensystem war 300 Jahre lang eine Hypothese, auf die 100, 1000, 10.000 gegen 1 zu wetten war. Aber doch immer eine Hypothese. Als aber Leverrier aus den durch dieses System gegebenen Daten nicht nur die Notwendigkeit der Existenz eines unbekannten Planeten, sondern auch den Ort berechnete, wo dieser Planet am Himmel stehen müsse, und als Galilei dann diesen Planeten wirklich fand, da war das kopernikanische System bewiesen. Die Praxis ist die Grundlage aller Erkenntnisse und unsere Erkenntnisse wenden wir Menschen in der Praxis an. Unter Praxis verstehen wir hier den materiellen Produktionsprozess, also unsere Arbeiten und Tätigkeiten, mit denen wir die Natur entsprechend unseren Bedürfnissen verarbeiten, verändern und anpassen. Die Erkenntnis oder allgemeiner gefasst das Bewusstsein ist also nicht nur eine passive Widerspiegelung der Welt, sondern es wirkt auf die Welt zurück. Wie wir an dem Zitat von Engels sehen konnten, ergibt sich die Wahrheit einer Theorie nicht daraus, dass die Mehrheit an sie glaubt. Ein Beispiel wäre etwa die Erzählung, dass der Kapitalismus das effizienteste und höchste Gesellschaftssystem der Menschheit sei und den Sozialismus in den Schatten stellen würde. Auch wenn uns das von den vielen bürgerlichen Propagandaorganisationen eingetrichtert wird, widerlegt die Praxis diese Behauptung mit jeder kapitalistischen Krise und mit den fortschreitenden Zerstörungen des Planeten für die Profite des Kapitals. Fassen wir also nochmal grob zusammen, was den Materialismus ausmacht. Der Materialismus beantwortet die Grundfrage der Philosophie damit, dass er sagt, dass allem Bewusstsein, allen Ideen die Materie vorausgeht. Mit Materie ist hier nicht alles gemeint, was man anfassen kann, sondern darüber hinaus die gesamte objektive Realität. Im Gegensatz dazu sehen die verschiedenen idealistischen Philosophien das Bewusstsein als das Primäre.
Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir mit Hilfe des Bewusstseins die Realität in unserem Kopf widerspiegeln und unsere Umwelt wiederum nach unseren Bedürfnissen und Wünschen verändern. Das Bewusstsein wirkt also auch auf die Materie zurück. Der Idealismus bestreitet die Erkennbarkeit der Welt und ihrer Gesetzmäßigkeiten. Der Materialismus hingegen sagt, dass wir uns der Wahrheit annähern können, mit Hilfe unseres Verstandes und der Praxis als Prüfung unserer Theorien. Dabei entwickelt sich das Denken spiralförmig und deckt immer mehr Dinge auf, was dazu führt, dass das Wissen der Menschen immer weiter anwächst. Das war unser Video zum Materialismus. Wir hoffen, dass die Kernpunkte bei diesem kurzen Video klar geworden sind. Ich würde euch empfehlen, unsere Leseliste unten abzuchecken, wenn ihr noch mehr über marxistische Philosophie erfahren wollt und euch ein bisschen damit auseinandersetzen wollt. Da findet ihr verschiedene Texte zu einzelnen Themen der Philosophie. Das nächste Video baut auf diesem hier auf. Man könnte sagen, sie bilden eine untrennbare Einheit. In Teil 2 wollen wir erklären, was es mit der Dialektik auf sich hat. Also bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten Video.